Hallo, du liebe YouTube-Welt da draußen. Wer mir von euch auf Instagram folgt, hat gesehen, ich war shoppen. Zum einen in der Vogue, auf der Vogue's Fashion Night Out habe ich ein bisschen zugeschlagen in Düsseldorf und ich hatte noch ein H&M-Paket. Aber fangen wir erstmal an mit Zara. Oh yes. Und ich sage euch, was da drin ist. Da ist nämlich drin der für mich dieses Jahr gehypte Zara-Schal. Uli, uli. Letztes Jahr gab es ja diesen schwarz-weiß karierten und auf der Rückseite war er rot kariert oder irgendwas auf jeden Fall mit diesem Schottenmuster. Und dieses Jahr ist er für mich, ja, gestreift, weiß-grau und ganz popelig langweilig von beiden Seiten. Er ist aber riesig, also er ist wirklich, wirklich riesig und er hat 25 Euro gekostet. Warum gibt es da eine Größe drauf? M? Gibt es den auch noch in S? Auf jeden Fall kann man den wirklich extremst kuschelig hier um sich drum legen und man ist eingepackt wie ein kleiner Troll, wie ihr hier seht. Also, wenn ihr den anhabt, da kann nichts mehr kommen, kein Schneesturm, kein gar nichts. Ihr könnt den auch im Sommer als Picknickdecke verwenden, weil der ist echt riesengroß. Ich finde den ganz, ganz toll, weil er einfach so kuschelig warm ist. Moment, jemand hatte mich, glaube ich, gefragt. Ich glaube, die My Style in Fashion hatte mich gefragt, aus welchem Material er ist. Und er ist aus... Und er ist aus 90% Acryl und 10% Polyester. So, also ihr seht aber schon, riesengroß. Das habe ich aber jetzt schon ein paar Mal gesagt, deswegen gehen wir zum nächsten Oberteil. Zum nächsten Oberteil. Ich konnte nicht dran vorbei. Es ist dieses Strick, also es ist kein richtiger Strick, es ist so ganz, ganz dünner Strick. Ihr seht, das ist noch durchsichtig. Man muss auf jeden Fall was drunter ziehen. Aber allein schon deswegen, weil hier unten das auch durchsichtig ist. Da seht ihr es nochmal. Genau so sieht's aus. Und das hat gekostet 19 Euro. Ich fand das ganz süß, ganz neckisch. Bin mir aber noch nicht so sicher, wie ich das kombinieren soll. Also wenn ihr eine Kombinationsmöglichkeit habt, schreibt es mir in die Kommentare. Ich probiere es aus. Und jetzt möchte ich mal ganz, ganz kurz angeben mit meiner Tüte. Das ist nämlich die Vogue's Fashion Night Out Tüte. Am 5. September war es in Düsseldorf. Und zwar war ich im Bräuninger, ulala, und habe mir zwei Sachen gekauft. Zum einen den Laura Mercier Tinted Moisturizer in der Farbe Bisque. Der ist halt ölfrei und hat 20er Lichtschutzfaktor und soll so ein ganz leichter Cover sein. Ich fahre ja in Urlaub, jetzt bald, noch dreimal schlafen. Und dann... werde ich den anstatt Foundation benutzen. Und weil man nämlich bei zwei Produkten einen Primer bekommen hat, habe ich auf jeden Fall noch dieses schöne Lidschattenschätzchen mitgenommen. Das ist die Farbe African Violet und ich muss sagen, dass ich die Verpackung extrem schön und hochwertig finde. Und so schaut er aus. Das ist so ein Mauve-Lila mit Goldschimmer. Also so ein bisschen wie Satin Taupe, nur in lila Gold anstatt, wie Klapp, aber dann nicht grün-braun, sondern eben lila Gold. Und das finde ich total schön. Seht ihr, wie schön der schimmert? Dann war ich auch noch in der Drogerie und ich muss euch sagen, der heilige Gral, es ist Fiji. Ja, und zwar das, ich habe ja schon das alte Fiji, also das Fiji von vor 2 Jahren oder so, also dieses weißliche. Und ich brauchte unbedingt diesen rosastichigen. Ihr werdet da keinen, also wahrscheinlich werden die meisten keinen Unterschied sehen, aber meine Kollegin hatte den auf den Nägeln und ich habe ihn gesehen und ich dachte so, ich muss ihn haben. Und dann bin ich durch alle DMs, in Neuna, aber in Düsseldorf gelaufen und habe ihn ergattert. Und da war in der voller Aufsteller noch. Ich weiß aber jetzt gar nicht mehr, wo ich ihn gekauft habe. Ich weiß nur, dass ich gequietscht habe. Und dann habe ich auch noch gleichzeitig Neuigkeiten aus dem Balea-Sortiment mitgenommen. Und zwar habe ich dieses White Passion Duschgel gesehen. Das ist dieses lilane. Das ist mit dem Duft von weißen Blüten und Acai-Beeren. Und ich fand das ganz angenehm. Das ist eigentlich gar nicht so meine Duftrichtung, die ich mir genommen hätte, weil eher so Vanille und Schoko. Aber das hat ganz widerlich gerochen, wenn ich das mal so sagen darf. Und hier mit dieser Frangipani-Blüte drauf. Das hat sehr, sehr gut gerochen. Ja, und last but not least habe ich mir das Balea Cremeöl gekauft. Und zwar samtweiche Intensivpflege mit Mandelöl und Marula-Nussduft. Und es stand Limited Edition drauf. Ne? Also was soll ich sagen? Der Duft ist herrlich. Es ist wahrscheinlich gut pflegend. Ich werde berichten.
Aber der Duft hat mich einfach angefixt. Ja. That's life. Ich meine, das war's. Ich weiß, ihr habt bei Instagram den großen H&M-Karton gesehen, aber das sind alles Herbstklamotten und die werde ich euch in einem anderen Video zeigen, beziehungsweise habe ich davon fast gar nichts behalten. Also da ist 80% oder wenn nicht sogar 90% von wieder zurückgegangen. Ja, ansonsten freue ich mich, dass ihr wieder dabei wart bei diesem Video. Es werden jetzt in der nächsten Zeit viele, es kommen ein paar Reisevideos. Also bleibt dran, ich freue mich, abonniert den Kanal und meine anderen Social Media Kanäle, weil da bin ich im Alltag aktiver. Also bis dahin, macht es gut und ich sage es immer wieder gerne, over and out.